für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich zum Abschluss dieser Debatte noch einige wenige Feststellungen treffen. Erstens, die an Affen durchgeführten Tests haben weder der Wissenschaft noch den Menschen gedient. Und deshalb waren sie zutiefst unmoralisch, ethisch nicht zu gerechtfertigen. Und sie sind abzulehnen. Und wir müssen sicherstellen, dass so etwas künftig nicht wieder passiert. Wenn es tatsächlich wahr ist, dass diese Tests allein dazu durchgeführt worden sind, um Propaganda für Minderwertige, für nicht funktionstüchtige Motoren zu machen, verschärft das diese Aussage noch um ein Vielfaches. Und ich glaube, da sind wir uns in diesem Haus einig. Es ist nicht damit getan, dass man das von Vorstandsseite aus bedauert, sondern wir müssen sicherstellen, dass so etwas nicht wieder vorkommen kann. Ich würde mir übrigens den gleichen Eifer bei den betroffenen Unternehmen wünschen, wenn es darum geht, Motoren sauberer zu machen, wenn es darum geht, Abgase zu reduzieren. Wenn man da ähnlich kreativ arbeiten würde, wenn man da ähnlich intensiv arbeiten würde, hätten wir wahrscheinlich viele Probleme, die wir in den vergangenen Jahren in diesem Haus diskutiert haben, nicht diskutieren müssen. Zweitens, die Tests waren überflüssig. Sie waren überflüssig, weil die Schädlichkeit von Autoabgasen längst nachgewiesen war. Und seit 2012 ist bekannt, dass Dieselabgase als krebserregend gelten. Von daher gab es keinen Anlass, solche Tests durchzuführen. Und darum sage ich noch einmal, überflüssige Tests, egal ob mit Menschen oder mit Tieren, gehören sich nicht, auch wenn sie rechtlich einwandfrei sein mögen. Es gibt auch eine ethische, es gibt auch eine moralische Ebene, die hier Berücksichtigung finden muss. Und darum drittens, nicht alles, was rechtlich erlaubt ist, ist auch tatsächlich ethisch gerechtfertigt. Jawohl, es stimmt, wir haben die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Wissenschaft, aber Freiheit verstehen wir immer so, dass es eine Freiheit in Verantwortung ist. Es gibt keine grenzenlose Freiheit, auch nicht in der Wissenschaft. Und darum erwarte ich gerade von einer Leitindustrie in Deutschland, erwarte ich von Führungskräften einer solchen Leitindustrie, dass sie diese Verantwortung übernehmen und Freiheit nicht grenzenlos ausleben. Viertens, und ich schließe da nahtlos an, was ich gerade zur Freiheit der Wissenschaft und zu der ethischen Ebene gesagt habe. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es ein kulturelles Problem in einigen Unternehmen unseres Landes ist, wie dort Unternehmenspolitik getrieben wird. Da muss vielleicht die ein oder andere Führungskraft mal akzeptieren, dass wir nicht mehr in den 50er oder 60er oder 70er Jahren leben, sondern dass wir im 21. Jahrhundert leben. Und da muss man vielleicht auch mal akzeptieren, dass das, was gesellschaftlich akzeptiert worden ist, vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, heute eben nicht mehr akzeptiert wird. Es gab ja auch andere Branchen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Ob das die Banken waren, ob das Versicherungsunternehmen waren, ob das andere große Industriekonzerne waren. Wir brauchen einen kulturellen Wandel in der Spitze unserer Unternehmen. Da reicht es eben nicht, mal eben zwei, drei Manager zu feuern, sie quasi wie Sündenböcke in die Wüste zu schicken nach dem Motto, damit haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Nein, in den Unternehmen muss sich grundlegend etwas ändern, damit solche Vorkommnisse nicht mehr passieren, wie wir sie jetzt wieder erlebt haben. Und schließlich fünftens will ich noch einmal darauf hinweisen, dass Forschung immer unabhängig sein muss. Ich finde, der eigentliche, der größte Skandal an den Vorkommnissen, die wir haben, offenbart sich in einer Mail, die der Werksarzt von VW abgesandt hat und die folgenden Inhalt hat. Ich zitiere wörtlich. Uns geht es darum, den Text zur Vergabe der Studien mit diesen Affen. Es geht uns darum, den Text rechtssicher so formuliert zu wissen, dass es sich nicht um eine von uns verantwortete Auftragsforschung handelt. Das ist an Zynismus nicht mehr zu übertreffen. Das kann man nicht entschuldigen. Das muss Konsequenzen haben und darf nicht wieder passieren. Transparenz geht im Übrigen anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, dass uns VW jetzt zum wiederholten Male einen Bärendienst erwiesen hat. Wir werden darauf auch reagieren müssen, auch als Politik, das sage ich ganz offen.
Wir werden darüber reden müssen, ob die Regeln, die wir aufgestellt haben, so in Ordnung sind und ausreichend sind, um künftig zu vermeiden, dass so etwas passiert. Aber es gibt auch eine Eigenverantwortung der Unternehmen, und diese Eigenverantwortung müssen wir einfordern. Das werden wir nicht nur in dieser Debatte heute hier getan haben, sondern das wird uns noch viele, viele Monate beschäftigen. Das erwarten im Übrigen nicht nur die Probanden von uns, sondern das erwarten auch die Menschen von uns, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass solche Vorkommnisse nicht wieder passieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.